herzliches Willkommen. Wir sind in der KW 34. Das ist die Woche vom 22. bis 28. August 2022. Die Sonne steht auch weiterhin im Feuerzeichen Löwe. Mittlerweile ist der Mars in die Zwillinge gewechselt, was sicherlich für einige Bewegung gesorgt hat. Ja, wir haben noch bis zum 22. Merkur und Neptun aktiv, wo man nicht so ganz klar sieht. Vor allen Dingen die Sternzeichen, die davon betroffen sind, mit Neptun in den Fischen rückläufig. Man sollte nicht alles glauben und man sollte natürlich auch nicht irgendwelche Dinge versprechen, die man dann möglicherweise gar nicht gewillt ist einzuhalten. Wir haben Merkur und Pluto. Merkur befindet sich in der Jungfrau, Pluto im Steinbock rückläufig. Man sollte zwischen dem 22. und 23. tatsächlich genauer hinschauen, was davon ist möglich und machbar. Dann kann man das auch umsetzen. Ja, wir haben in dieser Woche auch, die Sonne geht am 23. in die Jungfrau. Da haben wir dann auch Erdenergie, Pragmatismus, Genauigkeit, Organisation. Die Sonne verabschiedet sich dann natürlich vom Löwen, ja. Und dann haben wir die Rückläufigkeit von Uranus am 24. Der steht im Stier, aber ist dann ab 24. rückläufig. Und der Merkur bisher in der Jungfrau zieht am 26. in die Waage. Okay, dann haben wir dicke Luft zwischen dem 24. und dem 29. August. Also, wie gesagt, Sonne in der Jungfrau. Der Mars in den Zwillingen, das kann richtig was aufmischen. Seid da bitte sehr vorsichtig. Ja, der Merkur in der Waage versucht natürlich zu vermitteln, aber es kann schwierig werden. Stellt euch am besten gleich darauf ein. Und dieser Aspekt hält ja noch bis zum 29., also einschließlich dem Montag über diese Woche hinaus. Und da sollte man dann eben auch ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben vor allen Dingen auch dann noch am 27. Jungfrau Neumond. Also man ist sehr penibel, man ist hyperkritisch und vielleicht auch perfektionistisch. Und das geht auch dann die nächste Woche so weiter. Aber bis dahin haben wir dann auch eine neue Legung für die Woche. Wir schauen uns das jetzt erstmal für die einzelnen Sternzeichen in dieser Woche an. Ich wünsche euch viel Ruhe, Entspannung, lasst euch nicht antreiben, lasst euch nicht zu irgendwelchen kurz entschlossenen Dingen hinreißen. Das ist so mein bester Rat, den ich geben kann. Und versucht, sachlich über Dinge zu sprechen. Das hilft immer am meisten, wenn es ein bisschen kritisch wird. Vor allen Dingen auch, wenn es, ich sage jetzt mal, ein bisschen unruhig wird mit dem Mars in den Zwillingen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir schauen uns jetzt an, wie das für die einzelnen Sternzeichen aussieht. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind in der KW 34. Das ist die Woche 22. bis 28. August 2022. Mit Sonne und Venus im Löwen kann es manchmal ein bisschen übertemperamentvoll zugehen. Aber wir schauen mal. Der Jupiter im Widder ist derzeit rückläufig bis 24. November. Du hast Möglichkeiten, Chancen, Gelegenheiten, für die du natürlich dann auch die Ohren und Augen offen halten solltest. Saturn im Wassermann rückläufig, da kann man eben auf Dinge hingewiesen werden oder die kommen immer wieder vor, wenn man diese Dinge nicht bearbeitet hat oder sie verdrängt hat zum Beispiel. Ne? Also der Saturn erinnert dich daran, dass da noch was ist, um das du dich kümmern musst. Uranus im Stier sorgt dafür, dass du natürlich auch mit Veränderungen zu tun hast und dass du auch ein Stück weit flexibler wirst. Zumindest ist das zu wünschen, ja? Dass du dich den Neuerungen nicht verschließt, sondern sie möglichst neutral erstmal wahrnimmst und dann eben auch dich dem Neuen öffnest. Im Beziehungsbereich kann es dazu führen, dass man zu lange auch an Dingen festgehalten hat, die einem nicht mehr so viel bringen.
es gilt loszulassen, was für den Skorpion nicht immer leicht ist. Zudem haben wir Neptun in den Fischen rückläufig, was dich auch ja sehr gefühlvoll macht, sehr sensitiv und gleichzeitig aber auch sehr, ja, wie soll ich sagen, du möchtest was lernen, du möchtest noch Dinge erleben oder vielleicht dich auch einem Thema widmen. Und die Energie dieser Zeit bis zum Jahresende ist auch, halte an dem, was du bisher vorangetrieben hast, fest. Also jetzt karrieretechnisch, ne? In Beziehungen solltest du das ein oder andere hinter dir lassen. Pluto im Steinbock rückläufig, auch die Konzentration auf das Ziel, das du erreichen möchtest. Also auch, denke mal, karrieretechnisch, ja? Dass du darauf hinarbeitest. Mars befindet sich in den Zwillingen. Und ja, ich denke mal, dass du in dieser Zeit auch ein bisschen nervös sein kannst, fahrig sein kannst. Du musst Acht geben, dass du nicht über die eigenen Füße stolperst, dir zu viel vornimmst, vielleicht auch selbst Versprechungen machst, die du da nicht einhalten kannst, dann ärgerst du dich doppelt. Also ich wäre da zumindest vorsichtig, ich würde auch versuchen, mich von dieser Unruhe, diesem Stress nicht anstecken zu lassen. Venus im Löwen ist natürlich ja leidenschaftlich, aber es schürt eben auch Eifersucht und einen hohen Anspruch an sich selbst, genauso wie an das Gegenüber. Da kann man so ein bisschen übertreiben. Merkur in der Jungfrau war akkurat, sich an die Dinge halten, das ist klar. Und jetzt haben wir dann auch ja, Merkur in der Waage. Das sorgt für Ruhe, Harmonisierung. Das ist ja auch schön. Wir haben ja vielleicht privat zum Ende des Monats hin und auch noch in der nächsten Woche so ein bisschen im partnerschaftlichen Bereich eine mögliche Krise. Eine Krise kann man immer auch nutzen, die Dinge aufzulösen, zu klären. Aber dann sollte man natürlich auch offen und, ja, ich sag mal, sachlich über Dinge reden können. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Das jetzt erstmal so, was das Astrologische betrifft. Wir schauen uns das jetzt in den Karten an. Bis gleich. So, mein lieber Skorpion, wir sind bei der allgemeinen Kartenlegung für die KW 34. Das ist die Woche 22. bis 28. August 2022. Wir schauen uns an, was wir für den Skorpion in dieser Woche haben. In den Karten allgemein. Und du entscheidest natürlich, sowohl auch bei der Astrologie, was für dich als Skorpion in deiner persönlichen Situation passt, wie du ja damit zurechtkommst und du entscheidest. Denn das soll dir helfen, dir nützliche Hinweise bieten, was sich lohnt und was vielleicht nicht. Was für eine Energie haben wir in dieser Woche für den Skorpion? Die zwei der Kelche, sehr schön. Das ist auf Augenhöhe, sich begegnen, zuhören, aber auch erzählen. Das gilt nicht nur für Liebesbeziehungen, sondern auch für geschäftliche Zusammentreffen. Man trifft sich auf Augenhöhe, man hört einander respektvoll zu und kann sicherlich dann auch gute Lösungen finden. Das ist zumindest erstmal deine Energie. Wir schauen uns an, wie du dich in dieser Woche selbst siehst. Das ist der König des Feuers. Sehr leidenschaftlich, sehr intensiv, ja. Temperamentvoll, okay. Schauen wir mal, was wünschst du dir denn? Fünf der Kelche, ich denke mal, dass du aus einer ja unschönen Sache etwas Besseres machen möchtest. Fünf der Kelche ist ja mal das Bedauern und du möchtest sicherlich dieses Bedauern loswerden. Hoffnung und Ängste ist der Mond, Sensitivität, die Dinge, die im Verborgenen liegen, ja, vielleicht Dinge, die du ungern nach außen präsentierst oder die dich eben beschäftigen und die dich jetzt momentan vielleicht ein bisschen piesacken. Gut für dich, die zwei der Erde, das Abwägen der Prioritäten. Was ist jetzt momentan wichtiger? Also es ist wichtig, sich zu überlegen, was man tut, nicht unüberlegt zu handeln. Nicht gut ist die Sechs der Erde, Fairness und ja, ausgewogenes Miteinander klappt wohl in dieser Woche nicht so optimal. Ausgang ist die Sieben der Stäbe, das heißt, man steht für seine Argumente ein, für seine Belange. Das kann gut sein, das kann auch weniger gut sein, wenn man nämlich zu eigensinnig und zu stur vorgeht. Aber wir schauen uns das ja auch nochmal intensiver an.
Womit solltest du jetzt rechnen? Was kommt von außen? Was begegnet dir in dieser Woche, lieber Skorpion? Wir schauen uns an, allgemein, was da auf den Skorpion in dieser Woche so zukommt. Und was haben wir? Die 9 der Stäbe. Dein Gegenüber ist hartnäckig, involviert sich in irgendetwas oder hat sich auch vielleicht in eine Idee verrannt. Gibt nicht auf, bleibt dran. Also da ist auf jeden Fall jemand sehr stur, sehr hartnäckig und vergeudet dabei aber wichtige Energie. Kann sein, dass man, wenn man in dem Fall vielleicht mit jemandem ja, ins Gespräch kommt, vielleicht freundlich und nett sagen könnte, das ist nicht nötig oder so, wenn es dich betrifft. Wir schauen mal, was haben wir? Die Herrscherin, die Dinge laufen gut, du bist guter Dinge mit dem König der Stäbe. Wir haben das Gericht, die Situation einordnen, wie sie tatsächlich ist, also nach Faktenlage, nicht beschönigen, nicht irgendwas weglassen. Wir haben die 5 der Stäbe, ein bisschen beunruhigt bist du oder verunsichert, vielleicht auch durch die Energie des Mars in den Zwillingen. Nervosität kann das bedeuten, Ungeduld und ja, man ist ein bisschen nervös. Da muss man wieder abwägen, das ist die 2 der Münzen. Setze Prioritäten, damit dich das nicht ins Schleudern bringt. Wir haben den Rückzug, vielleicht brauchst du auch ein bisschen Auszeit, Zeit für dich alleine. Und wir haben die Waage-Energie der Gerechtigkeit. Also die ist natürlich mit den 6 der Münzen in dieser Woche schwierig. Und wenn ich die 5 der Münzen dafür habe, kann es natürlich sein, dass du dich nicht unbedingt dafür einsetzen musst. Wir haben den Neuanfang mit dem Narren. Das klingt ja schon mal ganz gut. Also ich denke mal, du musst abwägen, ob du dich in Dinge, die dich gar nichts angehen, hier mit den 9 der Stäbe, ob du dich da involvierst oder hier für Gerechtigkeit sorgst. Wenn es nicht deine Sache ist, würde ich mich da auch raushalten. Ganz ehrlich. Ne? Schauen wir uns an. König des Feuers. Wir haben erstmal die Sonne im Löwen, das wechselt am Dienstag in die Jungfrau. Wir haben die Venus im Löwen, das kann auch so ein bisschen ja, Temperament hervorrufen. Wir schauen mal. Da geht es mit dem Hierophanten um Beziehungen und um ausgewogenes Geben und Nehmen. Ich denke mal, dass du das herstellen möchtest, leben möchtest. Ja, und das liegt ja hier auf der Position nicht gut für dich. Also wird das nicht ganz gelingen. 5 der Kelche, 10 der Schwerter und die 3 der Stäbe. Du überlegst, wie du mit gemachten Erfahrungen umgehst. Das kann bedeuten, dass du eben sehr vorsichtig bist und dir gut überlegst, was der nächste Schritt ist, was nicht schlecht ist. Aber es kann einen natürlich auch davon abhalten, gute Gelegenheiten zu nutzen. Aber was dir deine Intuition in dem Zusammenhang sagt, ist immer das Beste. 7 der Kelche, Illusionen und Knabe der Stäbe. Nun hast du ja als Skorpion mit dem Neptun in den Fischen rückläufig eine sehr hilfsbereite, entgegenkommende Ader. Und du möchtest die Dinge aus der Welt schaffen. Das ist auch richtig so, das solltest du auch. Aber du solltest keine zu hohe Erwartungen weder an dich noch jemand anderen stellen. Ja? Und auch jemand anders sollte keine zu hohen Erwartungen an dich stellen. 2 der Erde, Veränderung, Transformation, Knabe der Münzen. Diese Dinge lassen sich nur schwer und langsam verändern. Also das geht sehr, sehr langsam. Also wenn man vorher, sage ich mal, schlechte Erfahrungen gemacht hat, sich da umzustellen und jetzt wieder Vertrauen zu finden zum Beispiel oder Hoffnung, ist das schwierig. 6 der Münzen ist ja auch nicht gut. Königin der Schwerter und 8 der Stäbe könnte bedeuten, dass man offen und ehrlich sagt, was einem wichtig ist. Also dass du als Skorpion eben deinem Gegenüber sagst, da möchte ich Aufrichtigkeit oder Fairness, da erwarte ich Fairness. Die 7 des Feuers, da haben wir den König der Münzen. Und da haben wir die Königin der Stäbe. Da ist natürlich die Erdenergie drin, dass man dankbar und demütig ist für das, was man hat. Und mit der Königin der Stäbe feurig, optimistisch und die Ärmel hochkrempelt. Also ich denke mal, du stehst für deine Belange ein. Aber ich glaube und hoffe auch, dass du von deinem Gegenüber ja auch erwartest, dass er oder sie sich eben dafür einsetzt. Ob das jetzt beruflich ist oder privat. Die Herrscherin, Königin der Kelche, liebevolle, fürsorgliche Energie und 10 der Kelche. Da ist sehr, 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 sehr viel Gefühl drin. Ja, das kann natürlich ja die Leidenschaft natürlich wecken. Ne? Und ja, schauen wir mal. Fürsorge, überfürsorglich, übergenau.
aufpassen. Da haben wir die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe ist sich verausgaben und die 2 der Schwerter. Also beide Seiten. Ich denke mal, du genauso wie dein Gegenüber sollte sich vor Übertreibungen hüten. Also beide Seiten, ja. Es ist wichtig, auf dem Teppich zu bleiben mit dem Gericht. Wir haben die Zurückhaltung vor der 9 der Stäbe. Und da dein Gegenüber in dieser Woche die 9 der Stäbe hat, sollten beide so ein bisschen darauf achten, die Grenze nicht zu überschreiten. 5 der Stäbe, Ritter der Schwerter, okay. Und die 8 der Münzen. Man hat schnell eine Grenze überschritten in dieser Woche. Das kann im Job sein, das kann aber auch privat sein. Es geht um Wettbewerb oder dass man ja unüberlegt handelt und sich dann schlecht fühlt. Also lieber langsam machen, lieber Prioritäten setzen. Da haben wir den Stern, man kann es hinbiegen. Und König der Kelche, du bist sehr fürsorglich und liebevoll als Skorpion. Die Heilung, das gerade Biegen wird funktionieren, wenn irgendwas schiefgegangen sein sollte. Mit den 2 der Münzen, dem Stern und dem König der Kelche kriegst du das hin. 5 der Münzen, das ist der Narr und das Gericht. Ich denke mal, in dieser Woche wird es vielleicht noch nicht, oder man muss erstmal schauen, wie du die Dinge beurteilst, denke ich mal. Du brauchst Zeit zu überlegen, wie du die Situationen beurteilst. Nimm dir auch mal ein bisschen Zeit dafür. Gerechtigkeit. 5 der Kelche, das haben wir hier in deinem Wunsch hier. Knabe der Schwerter, die Dinge nach Realität beurteilen. Also wir haben ja 5 der Kelche ist grübeln, 2 der Kelche ist aufeinander zugehen. Du bist eher fürs aufeinander zugehen und du entweder gibst du die Information oder du bekommst die Information, dass man darüber reden kann und möchte. Da haben wir die Intuition, sehr gut. Und da haben wir den König der Stäbe, Leidenschaft, ne? Optimismus, dranbleiben, nicht locker lassen. Ich glaube, dass du als Skorpion in dieser Woche das Zepter sozusagen in der Hand hältst. Du musst dich nur dafür hüten, deinem Temperament zu leicht nachzugeben und vielleicht überfürsorglich zu sein. Das bedeutet vielleicht auch, jemandem vorschreiben zu wollen, was er oder sie zu tun hat, ja, dann funktioniert das, dann geht das gut, ja. Auch aus Fürsorge darf man natürlich nicht die Rechte des Einzelnen irgendwie einschränken. Das geht nicht. Aber man kann sich natürlich annähern, man kann versuchen, aufeinander zuzugehen. Dein Gegenüber strengt sich ja auch an mit den 9 der Stäbe. Ich habe nur hier den Eindruck, dass man hier vielleicht in eine falsche Richtung geht, ne? Dass man vielleicht aneinander vorbeireden könnte zum Beispiel. Wir haben auf jeden Fall die Antilope für dich. Es geht voran. Ja, es geht voran. Die Dinge entwickeln sich. Und du sollst ja, glaube ich, auch nur an einer Sache wirklich festhalten, beruflich und so, was dir wichtig ist. Wir schauen mal, was die Antilope sagt. Wenn der Geist der Antilope in dein Leben galoppiert, will er dir sagen, dass deine persönliche Entwicklung als kraftvoller Mitschöpfer an Tempo zulegt. Unmissverständlich teilt er dir mit, dass es Zeit ist, in die Gänge zu kommen. Setze dir ein Ziel und werde aktiv, um deine Träume zu verwirklichen. Es ist eine Intensität am Werk, die du spüren kannst, und es ist wichtig, sich diese Energie jetzt zunutze zu machen, also auch nicht darüber hinaus zu gehen, ne? Wenn du einen Karriereplan oder einen Plan für deine finanzielle Unabhängigkeit hast, so ist jetzt die Zeit, ihn verstärkt zu verfolgen. Wenn deine Frage Beziehungsding galt, dann tu du den ersten Schritt. Was du an Vorhaben auf den Weg gebracht hast, konkretisiert sich jetzt im Eiltempo. Gib also Acht und bleibe am Ball. Wenn dich der Antilopengeist auffordert, rasch zu handeln, wird es jedenfalls spannend. Ja, du wirst das spüren, du hast Intuition, du bist verstärkt sensitiv und ich denke auch optimistisch genug. Aber wichtig ist, dass man hier nicht übers Ziel hinausschießt und möglicherweise hier durch unüberlegtes Handeln etwas, ja, ich sag jetzt mal, vermasseln kann. Ja? Denn selbst da haben wir noch die Möglichkeit, das wieder gerade zu biegen. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass du aktiv wirst und dass du dir überlegst, wahrscheinlich, welche Informationen du weitergibst. Das ist ja auch das, was du dir wünschst. Ich denke mal, es könnte im Beziehungsbereich bedeuten, dass du eben schlechte Erfahrungen gemacht hast und Mühe hast, wieder neues Vertrauen zu finden. Dann musst du das deinem Gegenüber auch irgendwo kundtun, woran das liegt. Sonst bezieht diese Person das auf sich.
Ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Kann natürlich auch im Job sein, ne, dass man da so ein bisschen gebranntes Kind ist und dann übervorsichtig. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, dann musst du dir natürlich überlegen, wie du damit umgehst, ja. Also nach Fakten eben bewerten und nicht Wunschdenken oder ja, vielleicht auch negativ, zu negativ darüber zu denken. Aber wir haben auch bei deinem Gegenüber die Bemühungen, da etwas zu erreichen, positiv, und deswegen sollte man auch das zumindest wahrnehmen und vielleicht der Person einen Hinweis geben, dass sie möglicherweise in die falsche Richtung geht, ja. Also, lieber Skorpion, hört sich alles in allem sehr gut an, man muss ein bisschen achtsam sein, ein bisschen sensitiv, aber das kriegst du hin, es geht voran und das ist gut so. Schreib gerne in die Kommentare, wie du die Woche erlebt hast, wie du das umgesetzt hast und vielleicht auch, was du erreicht hast, ich würde mich für dich freuen. Und vielleicht auch die, die das dann lesen und vielleicht auch einen Tipp von dir bekommen können, wie sie das handhaben können. Das wäre toll. Wenn es dir gefallen hat und du es gebrauchen konntest, nützlich war für dich, dann lass gerne ein Däumchen hoch da. Dann weiß ich, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn du mich unterstützen möchtest, nebenan, neben dem Däumchen gibt es diesen Obolus unter Thanks. Das ist das englische Danke. Da kann man was dalassen, wenn man möchte. Ist überhaupt kein Muss, aber ich freue mich natürlich. Und dann haben wir unten in der Infobox die Möglichkeit, wenn du eine persönliche Legung als Film möchtest oder eben auch ein persönliches Telefonat mit mir, dann können wir darüber Kontakt bekommen. Ja, des Weiteren plane ich in Zukunft auch noch etwas, was so ein bisschen über das einfache Legen von Karten und das einfache astrologische Beraten hinausgeht, nämlich in die Tiefe zu gehen und Problemlösungen anzugehen. Wenn du Interesse hast, vielleicht magst du es ja markieren mit der Glocke, dann kriegst du auf jeden Fall Bescheid, sobald es dahingehend etwas Neues gibt. Ich wünsche dir eine schöne, angenehme Woche und sag bis bald.